Knapp 2 Wochen sind es noch, dann wird sich im Duisburger Bus- und Bahnverkehr so einiges ändern. Denn Ende Oktober tritt der neue Nahverkehrsplan in Kraft. Ja, und der ist äußerst umstritten. Die DVG sieht natürlich die Vorteile. Vielen Bürger, vor allem im Duisburger Süden, ist die neue Taktung allerdings ein Dorn im Auge. Nachbesserungen sind jetzt im Gespräch, die kosten aber vor allem eines, nämlich Geld. Ja, und die Duisburger Grünen, die hätten da auch einen Vorschlag, woher dieses Geld kommen soll. Wer mit seinem Auto auf Duisburgs Straßen unterwegs ist, der soll dafür zahlen. So der Vorschlag der Duisburger Grünen. Das würde Geld in die klamme Kasse der Stadt spülen und die könnte die zusätzlichen Einnahmen wiederum in den Nahverkehr stecken. Der ist nämlich aktuell das Sorgenkind in Duisburg. Seit Monaten herrscht auf der Linie 901 ein Ersatzverkehr. Wer an der Haltestelle Landesarchiv weiter in den Norden möchte, der muss in einen Bus umsteigen. Lange Wartezeiten bleiben da nicht aus, wie uns mehrfach gesagt wurde. Katastrophe. Also man kommt zu spät zur Arbeit, man hat keinen richtigen Anschluss, also ganz schlimm finde ich. Auch Verspätung? Ja, ich habe mich auch schon ein paar Mal beschwert bei der GVG. Die haben gesagt, die kümmern sich darum und dann. Sehr nervig, wirklich sehr nervig. Es ist auch, Wochenende fahren sie die Bahn. Unter der Woche ist das halt immer doof wegen den ganzen Arbeiter, aber es ist wirklich sehr, sehr nervig. Man ist wirklich aufgeschmissen. Man hat nicht keine direkte Verbindung. Der Bus braucht eigentlich grundsätzlich noch ein paar Minuten, bis der hierher kommt. Wenn er überhaupt kommt, also ist immer noch die Frage. Und also man ist grundsätzlich auch immer etwas später da. Also ich finde die Situation katastrophal. Man wird auch ohne Informationen gelassen, wie das jetzt aussieht, also wie lange die Situation anhalten soll. Ja? Für eine allgemeine Entspannung der Situation soll ab Ende Oktober der neue Nahverkehrsplan der DVG sorgen. Der steht aber gerade bei Menschen im Duisburger Süden in der Kritik. Wenn diese Pläne so umgesetzt werden, dann fahren die Ungelsheimer demnächst zum Einkaufen entweder über Mündelheim und steigen da um und fahren dann nach Hüttenheim oder sie fahren über Huckingen und über Buchholz, steigen da um und fahren dann zum Rewe oder zu wem auch immer, zu dem Nahversorgungszentrum an der Mündelheimer Straße. Und das wiederum liegt daran, dass genau dieses Nahversorgungszentrum in der Drucksache der Stadt Duisburg schlicht und ergreifend vergessen worden ist. Also das ist auch ein Teil unserer Kritik, dass wir sagen, diese Drucksache hätte so nie durch den Rat gehen dürfen, wenn da wirklich so grobe handwerkliche Fehler drin sind. Fusch bei der Planung. Die DVG will das nicht auf sich sitzen lassen und kontert die Kritik bei uns im Studio. Naja, es gibt einen demokratischen Beschluss, den Fahrplan so in der Form durchzuführen, wie er beschlossen wurde. Man darf nicht vergessen, es gab einen sehr langen Planungsprozess, wo auch alle beteiligt waren, also alle Bezirksvertretungen, Bürger, es gab Anhörungen. Man hat die Kritikpunkte aufgenommen. Letztlich gibt es aber tatsächlich einen mehrheitlichen Beschluss. Mit einer breiten Mehrheit wurde dieser Fahrplan beschlossen. Und der Fahrplan bringt natürlich auch sehr viele Verbesserungen mit sich, das darf man nicht vergessen. Also es gibt mehr Linien, es gibt bessere Anschlüsse, bessere Taktzeiten. Es gibt zum ersten Mal ein Nachtnetz durchgehend jeden Tag in Duisburg und insgesamt verbessert sich der ÖPNV dadurch erheblich. Doch gerade in den Randbezirken bleibt der Unmut. Viele Bürger fordern weiter Nachbesserungen im neuen Plan. Ja, der Nahverkehrsplan erhitzt weiter die Gemüter und auch die Duisburger Grünen hoffen jetzt auf Nachjustierungen und haben auch eine Idee im Gepäck, die allerdings auf den ersten Blick nicht jedem gefallen dürfte. Darüber sprechen wir jetzt und zwar mit Michael Kleine-Möllhoff. Er ist Mitglied der Ratsfraktion der Duisburger Grünen. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, Sie haben eben fleißig den Kopf geschüttelt, als wir den Herrn von der DVG gesehen haben, der die Vorteile aufgezeigt hat. Ich glaube, über Ihre Meinung des neuen Nahverkehrsplans, da lässt sich, glaube ich, nicht streiten, oder? Naja gut, Herr Blazewski hat ja sicherlich an vielen Punkten recht. Es wird für Jugendliche bestimmt leichter wegen der besseren Nachtverbindungen. Der neue Plan hat einige Vorteile, aber es kann man nicht alles nur positiv darstellen, sondern ich muss auch sehen, es gibt auch Verlierer dieses Plans. Und das, was er gerade gesagt hat, dass das politisch ja lang und breit diskutiert worden ist, stimmt einfach so nicht. Die Beratungszeiten gerade in der Bezirksvertretung waren so irre kurz. Die Begründung war ja eigentlich, dass man eine Direktvergabe machen wollte, also eine technische Frage, warum man sehr kurzfristig das ganze Verfahren angestoßen hat. Und ich glaube, bei so einem großen Plan, so einer großen Planänderung ist auch klar, dass da immer Fehler passieren. Und die muss man dann einfach mal zugeben und sagen, ja, wir haben was Tolles gemacht, aber wir müssen nachbessern. Und genau das passiert ja leider im Moment nicht.
Da haben Sie aber nämlich eine Idee im Gepäck, nämlich die Nachbesserung, die kosten ja auch Geld. Jetzt haben Sie eine City-Maut ins Spiel gebracht. Bedeutet, wer in der Duisburger Innenstadt beispielsweise mit dem Auto unterwegs ist, der leistet einen kleinen Beitrag, der dann wiederum in den ÖPNV fließen soll. Wie genau sehen Sie diese Verlagerung der Gelder dann letzten Endes? Wie soll das Geld fließen? Naja, das Grundproblem ist natürlich, wenn wir sagen, wir haben Nachholbedarf, wir haben Verbesserungsbedarf, da muss noch mehr passieren, dann brauchen wir natürlich Geld. Und das Geld sollte vom Bund, vom Land kommen, aber wir müssen natürlich gucken, welche Möglichkeiten haben wir. Und eine Idee ist einfach zu sagen, eigenes Geld generieren über eine City-Maut wäre eine Idee, die man zumindest diskutieren sollte, um halt zu gucken, dass man Geld verlagert aus dem Individualverkehr und ein besseres Angebot schafft, damit alle Leute besser auch durch die Stadt kommen. Also bevor da draußen jetzt schon Panik geschoben wird, das Ganze ist natürlich nicht durch. Das ist erstmal nur ein Gedankenspiel, dass sie mitbringen. Letzten Endes erfährt man aber auch daraus, Sie haben es eigentlich gesagt, Förderung durch Land oder Bund sind schwer abzugreifen für den ÖPNV hier in Duisburg und im Ruhrgebiet. Anders geht's nicht, außer Gelder irgendwo zu generieren und weiterzuleiten. Na ja, gut, es gibt ja schon eine ganze Reihe von anderen Sachen. Es gibt ja auch das Klimapaket der Bundesregierung. Es gibt Überlegungen, ein Ticket 365 Euro im Jahr anzubieten. Manche Kommunen können das schon, manche wie Duisburg eben noch nicht. Da gibt es ganz viele Versuche, mehr Geld in den Nahverkehr zu bringen. Und man muss einfach an allen Ecken und Enden gucken, wie kann man das verändern. Und wir wollen insgesamt ja auch eine lebenswerte Innenstadt haben. Das heißt, wir wollen nach Möglichkeit Autoverkehr aus der Innenstadt heraushalten. Da ist das eine Überlegung, was man machen kann, ob das für Duisburg tragfähig ist und ob das hier umsetzbar ist. Aber diskutieren sollte man das zumindest mal, ob das eine der Lösungsmöglichkeiten ist. Ja. Ist das, also es wäre eine mutige Entscheidung, es sind auf jeden Fall schon mal mutige Gedanken. Passt das Ihrer Meinung nach zu Duisburg? Ja, ich glaube, Duisburg hat, was auch Klimaschutz angeht, durchaus zwar das eine oder andere schon gemacht, aber noch viel Nachholbedarf. Und wenn wir es schaffen, über so eine Funktion dann einfach den Verkehr zu verlagern und mehr hin zu einem individuellen Verkehr, der auf öffentlichen Wegen stattfindet, mehr Nahmobilität, mehr öffentlicher Nahverkehr, dann würde das allen Bürgern der Stadt guttun. Mhm. Lassen Sie uns ein bisschen über den Nahverkehrsplan als solches sprechen. Sie sind im Duisburger Süden unterwegs, sitzen da selber in der Bezirksvertretung. Welche Resonanzen schwingen Ihnen da so entgegen aus der Bevölkerung? Und wo sehen Sie persönlich auch vielleicht den größten Nachholbedarf? Naja, nachdem jetzt der Nahverkehrsplan beschlossen worden ist, ist ja jetzt erstmal der Fahrplan rausgekommen. Und damit haben viele Leute gemerkt, was das für sie konkret bedeutet. Und da gibt es ganz viele einzelne Meinungen, wo die Leute jetzt sagen, ich schaffe genau diese Verbindung, die vorher eine halbe Stunde gedauert hat, da brauche ich jetzt eine Stunde für. Oder in der Innenstadt, dass die Schulleiter dann plötzlich sagen, meine Schüler kommen entweder zu spät zum Unterricht oder sie stehen fast eine Stunde auf dem Schulhof, weil einfach die Verkehrsverbindungen nicht mehr da sind. Wir haben das gerade auch im Beitrag gehört, die Verbindungen, die von Ungelsheim aus sind nachholbedürftig. Da hat die Bezirksvertretung auch einen Beschluss zu gefasst, der ist nicht umgesetzt worden. Also da werden noch viele Dinge natürlich auch Lücken aufreißen, wo wir, glaube ich, noch nachsteuern müssten. Jetzt haben Sie ja zusätzlich zu vielen anderen Parteien im Stadtrat auch diesen Nahverkehrsplan mitbeschlossen, sammeln jetzt aber auch schon fleißig und in der Zukunft ab dem 27. Oktober ja Vorschläge, Kritiken, um dann eventuell Nachbesserungen zu treffen. Genau. Jetzt haben wir Mitte November die nächste Ratssitzung. Was glauben Sie, kann sich zu dem jungen Zeitpunkt dann vielleicht schon tun? Na, ich hoffe zumindest auf die Einsicht der DVG, noch an dem einen oder anderen Punkt vielleicht im Schülerverkehr noch mal einen Verstärker einzusetzen, darauf zu reagieren und nicht unbedingt jetzt diese Aussage, wir warten jetzt erstmal ein halbes Jahr und lassen die Leute sich dran gewöhnen, bis der Ärger sich dann von alleine in Luft auflöst, sondern den Menschen wirklich zu helfen und den Bürgerinnen vor Ort auch ein Angebot zu machen und vielleicht auch zwischendrin noch mal zu sagen, okay, wir verändern da auch noch mal was. Man muss nicht den großen, tollen, neuen Wurf abwarten, sondern man kann vielleicht auch den einen oder anderen schon viel erreichen für manche Menschen. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt und Sie haben uns heute ein Gedankenspiel zum Anregen mitgebracht, die City-Maut. Also lohnt sich ja vielleicht auch mal so ein bisschen out of the box zu denken. Herr Kleine-Möllhoff, ich bedanke mich fürs Gespräch, für Ihre Einschätzung. Gerne.